Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mr. Help. Heute wieder ein kleiner Software-Tipp nach langer Zeit mal wieder. Und zwar kennen wahrscheinlich alle Vista-Nutzer das Problem der Defragmentierung. Also erstmal vielleicht, um mal so allgemein zu sagen, was eine Defragmentierung ist. Da wird die Festplatte aufgeräumt sozusagen. Und da gibt es auch ein eigenes Tool dafür, das nennt sich auch Defragmentierung einfach. Und ja, da wird da einfach das Ganze aufgeräumt und die ganzen Dateien zusammengeschoben sozusagen, sodass dann letztendlich mehr Speicherplatz frei ist und auch generell die Datenträger schneller laufen können. Ja, jetzt haben wir hier das Defragmentierungsfenster von Vista, das standardmäßige offen, und sehen hier, wir können einen Zeitplan ausführen, wie auch immer, und wir können auch insgesamt jetzt erstmal defragmentieren. Das können wir einfach jetzt defragmentieren, gehen wir dann hier alle auswählen, alle Datenträger, die wir wollen, und dann steht hier unten jetzt ja, dieser Vorgang kann einige Minuten bis einige Stunden dauern. Das finde ich zwar schön, aber das bringt mir auch nicht viel, und damit ist es eigentlich mein großes Problem einfach, man hat fast keine Informationen, man weiß nicht genau, wie lang es dauert, man weiß nicht genau, wie krass jetzt die Festplatten zugerichtet sind, wie auch immer, und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, nee, das, so machst du das nicht weiter. Und haben mir ein kleines Programm besorgt, das das dann für mich übernimmt. Dieses Programm nennt sich Auslogix Disk Defrag oder irgend sowas. Oder Auslogix. Und dann sehen wir erstmal direkt ganz anders. Also wirklich allein hier oben schon mal, man sieht allein schon mal, wie groß diese Partitionen sind, wie viel da noch frei ist, das Dateisystem und so weiter. Finde ich einfach alles viel wichtiger als, oder besser als in dem anderen, einfach viel mehr Informationen. Ihr könnt natürlich auch einen Zeitplan einstellen und so weiter, soweit ich weiß, aber ja, ist ja erstmal nicht so wichtig. Generell erstmal, was hier wichtig ist, ist halt wirklich diese Angaben hier oben, und dann können wir zum Beispiel auch mal hier auf Defragmentieren gehen, dann analysiert er zuerst und dann defragmentiert er. Auch die Geschwindigkeit dabei ist extrem gut, ihr seht gerade, das ist gerade einfach Echtzeit. Und der fragmentiert richtig schnell hier. Also im Moment analysiert er noch, aber es geht ziemlich schnell. Und ja, hier oben sieht man auch, wie viel fragmentiert ist. Das ist auch ziemlich wichtig, meiner Meinung nach. Hier seht ihr, es ist gar nicht mal so wenig. Ach ja, da könnte ich gerade noch einen kleinen Screenshot zeigen von meinem Datenträger D, den ich gestern mal ein bisschen konvertiert habe. Und zwar war der einfach auf 48% fragmentiert. Und dann sah es halt auch so aus. Fand ich schon mal sehr lustig. Also die roten Felder sind in dem Fall die fragmentierten. Also die, die danach defragmentiert werden sollen. Die grünen sind die defragmentierten und so weiter. Die grünen sind genau die nicht fragmentierten, so rum, ja. Und hier unten steht auch so eine kleine Legende, was halt die ganzen Farben bedeuten. Und ja, dieses Programm will ich euch einfach mal ins Herz legen. Das ist erstens wirklich richtig gut im Speed allein schon, und man hat einfach viel mehr Informationen. Also ich weiß nicht, was es noch für einen Grund gibt, warum man jetzt unbedingt die Standardversion von Vista benutzen sollte. Aber XP ist es eh ganz anders, da ist es wirklich gut geregelt, da hat man auch noch jede Menge Informationen, aber Vista hat es halt echt einfach nur total verhauen. So kann es echt nicht sein, denke ich. Und ja, man kann hier noch einige Einstellungen einstellen, die ich jetzt aber nicht alle erklären werde, und dann wünsche ich euch viel Spaß an dem Programm. Den Download-Link werde ich wie immer in die Beschreibung stellen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Mr. Help.